niederschmetternd. Das 90-Minute-Transferzeugnis für den FC Schalke 04. Mit 18 Punkten schloss der FC Schalke 04 die Bundesliga-Hinrunde auf dem 13. Tabellenplatz ab. Dabei musste die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco insgesamt 9 Niederlagen über sich ergehen lassen. Zur Erinnerung, im Rahmen der kompletten Saison 2017/18 verloren die Knappen lediglich 7 Partien. Demnach ist es an der Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen und die Neuzugänge einer ersten Bewertung zu unterziehen. So sieht das Hinrundenzeugnis auf Schalke aus. Erste Abwehr: 4 Salif Sané, Hannover 96, 7 Millionen Euro. Stammspieler Hamza Mendel, Los Kliel, 6 Millionen Euro. Bislang keine Verstärkung. Abdulrahman Baba, FC Chelsea, Laie, nicht zu bewerten. Abgänge: Benedikt Höwedes, Lokomotive Moskau, 5 Millionen Euro. Thilo Kehrer, Paris Saint-Germain, 37 Millionen Euro. Kok, Ud Levante, 1,5 Millionen Euro. Pablo Insua, SD Vesca, Laie. Bei den Königsblauen hat es im Sommer einen personellen Umbruch gegeben, und davon blieb auch die Hintermannschaft nicht verschont. Mit Thilo Kehrer hat eins der größten Talente, mit Benedikt Höwedes eine echte Identifikationsfigur, den Verein verlassen. Salif Sané und Hamza Mendel, die zusammen für 13 Millionen Euro kamen, konnten vor allem den Weggang von Kehrer nicht vollends auffangen. Schalke steht unter der Leitung von Domenico Tedesco defensiv gefühlt so wackelig wie noch nie. In Zahlen: 24 Gegentore musste der Revierklub bislang hinnehmen. Zum Ende der Hinrunde 2017/18 waren es allerdings nur 3 Gegentore weniger. Zweiter Mittelfeld: 5 Sebastian Rudi, Bayern München, 16 Millionen Euro. Bislang Fehlgriff zu AC Arda, Mainz 05, 10,5 Millionen Euro. Mitläufer Omar Mascarell, Real Madrid, 10 Millionen Euro. Bislang Fehlgriff. Abgänge: Leon Goretzka, Bayern München, ablösefrei, Max Meyer, Crystal Palace, ablösefrei, Donis Avdije, Willem LL, ablösefrei. Teuerster Sommereinkauf des FC Schalke 04 war Sebastian Rudi. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kostete die Königsblauen rund 16 Millionen Euro. Seinen Wert unterstrich der Nationalspieler bislang nicht. Im Gegenteil, zusammen mit Omar Mascarell, der für 10 Millionen Euro aus Madrid kam, dürfte Rudi in die Kategorie Fehleinkauf eingestuft werden. Zu AC Arda zeigte bislang gute Ansätze, konnte aber ebenfalls nicht vollends überzeugen. Kurzherum, der Verlust von Leon Goretzka sowie Max Meyer tut dem Schalker Mittelfeld noch immer weh. Noch schmerzhafter wird es, wenn man Ausgaben, insgesamt 36,5 Millionen Euro, und Einnahmen, 0 Euro, gegenrechnet. Dritter Angriff: 4 Mark Uth, 1899 Hoffenheim, ablösefrei, bislang kein guter Griff. Steven Skzipski, Union Berlin, 3,2 Millionen Euro. Gute Ansätze: Haji Reit, SV Sandhausen, Leihende. Abgänge: Marco Piazza, Juventus Turin, Leihende. Bernard Tekbetay, SC Paderborn, 150.000 Euro. Marc Uth wechselte im Sommer mit einer Empfehlung von 14 Toren und 8 Assists von 1899 Hoffenheim zum FC Schalke 04. Seine starken Leistungen aus der vorigen Spielzeit konnte der 27-jährige Offensivmann im Trikot der Königsblauen allerdings nicht bestätigen. In insgesamt 17 Saisoneinsätzen kam der gebürtige Kölner auf lediglich 4 Torbeteiligungen, 2 Treffer, 2 Assists. Steven Skzipski kam bislang 7-mal zum Zug und konnte dabei 3 Treffer markieren. Doch wirft man einen Blick auf die Vizemeisterschaft 2017/18, wird schnell deutlich: Das Prunkstück der Schalker war in jedem Fall nicht die Offensive, wenngleich Guido Burgstaller mit 11 Treffern bester Torschütze bei S 04 war. Dahinter folgten aber Verteidiger Naldo, 7 Tore, Daniel Caligiuri, 6, und Jehen Konoplyanka, 4. Die auf Standards versierte Tedesco-Elf muss sich demnach hinterfragen, warum ihnen so wenig Tore aus dem Spiel heraus gelingen. Nach der Hinrunde stehen die Knappen bei 20 geschossenen Toren, die fünftschwächste Offensive der Liga. 4. Gesamtbewertung: 5 plus. Schalkes Manager Christian Heidel muss sich den kritischen Fragen hinsichtlich seiner Transferpolitik stellen. Mit Thilo Kehrer und Leon Goretzka haben 2 Schlüsselspieler den Verein im Sommer verlassen. Für Kehrer konnte S04 immerhin 37 Millionen Euro kassieren.
Sebastian Rudi und Co. konnten diese schwerwiegenden Verluste offenbar aber nicht kompensieren. Das Ergebnis ist bekannt, 18 Punkte nach 17 Spieltagen sind für den amtierenden Vizemeister ein mehr als enttäuschendes Ergebnis. Womöglich bessert der Revierclub personell im Winter noch einmal nach. Es wäre zumindest empfehlenswert.